Herzlich willkommen zum THC Talk, heute mit Maike Schmelzer. Maike, ihr habt jetzt 2 Testspiele gegen Handball Kopenhagen gemacht. Gestern das Spiel habt ihr in Sommerdar verloren, heute habt ihr mit 28-20 gewonnen. Wie würdest du beide Spiele einschätzen? Also gestern hat man, glaube ich, gesehen, das war so typisch Vorbereitung, da sind wir irgendwie überhaupt nicht ins Spiel gekommen und das hat sich dann auch wie ein roter Faden durch das ganze komplette Spiel gezogen. Da haben einige Abläufe noch nicht so gestimmt. Wir wollten eigentlich das 7 gegen 6 ein bisschen üben. Das hat leider nicht geklappt, aber so ist das manchmal in der Vorbereitung. Dafür müssen wir sagen, dass wir heute wahrscheinlich relativ zufrieden sind. Und das 28-20 ist ein gutes Ergebnis gegen eine starke Mannschaft. Und vor allem bin ich sehr glücklich, dass heute so viele Fans den Weg in die Halle gefunden haben und wir hoffentlich einige neue Erfurter Fans dazu gewonnen haben. Oh, ich hoffe, dass wir jetzt noch zu hören sind. Maike, nächste Woche geht es nach Bietigheim zum Supercup. Da brauchen wir gar nicht fragen, welche Zielstellung ihr habt. Ihr wollt das Ding gewinnen, oder? Ja, also das ist ein Spiel, ein Titel. Natürlich, das wollen wir gewinnen, das will Bietigheim gewinnen. Ich denke, das wird ein sehr brisantes Spiel. Die Spiele gegen Bietigheim sind immer sehr, sehr eng und kämpft. Und ich denke, dass die deutschen Handballfans sich darauf freuen können. Und natürlich wollen wir da als Sieger vom Platz gehen. Genau. Danach geht es nach Mainz. Wären da alte Erinnerungen noch für dich? Du kommst hier mal aus der Ecke, gell? Ja, natürlich. Das ist der Verein, von dem ich damals hierher kam. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit ganz vielen Leuten, die ich kenne. Ich freue mich, dass meine Familie zahlreich in die Halle kommt. Und natürlich ist das ein schönes Erlebnis, wenn man bei seinem sozusagen Heimverein in der ersten Liga spielen kann. Oh, Maike, jetzt nochmal eine Schlussfrage. Du bist ja jetzt Teil der Geschäftsführung der GmbH, beziehungsweise du unterstützt ja den Maik Schenk als Geschäftsführer. Welche Aufgaben hast du eigentlich zu erfüllen, als Management geht? Ja, also so konkret kann man das eigentlich gar nicht benennen mit einer Aufgabe, sondern es ist relativ vielseitig. Das heißt, immer wenn irgendwas anfällt, dann ruft mich Maik an oder auch ein paar andere. Und ich versuche einfach zu helfen, wo es geht, Telefonate zu führen, E-Mails zu schreiben, vielleicht auch ein bisschen Input zu bringen mit neuen Ideen, wenn das gefragt wird. Aber ich versuche in erster Linie einfach Maik Schenk ein bisschen Arbeit abzunehmen, da der ja schon sehr, sehr viel Verantwortung hat und auch einfach sehr, sehr viel zu tun hat. Okay, Maike, wir danken dir für das Gespräch und wünschen euch natürlich für nächste Woche viel, viel Erfolg und holt das Ding nach Hause. Alles Gute, danke.